Servus Leute, willkommen zurück zu DuckTales! Und ja, Osuma und Teddy sind da. Hi. Wie immer. Und ich sehe jetzt erst rechts Käse, Stab. Sind das vielleicht die Teile, die man einsammeln muss? Nee. Das hättest du jetzt nicht geraten. Oh, der Amazonas, da war ja schon lange nicht mehr. Der Wolf ist noch der richtige Brain. Bin Bobby the Brain He-Man. Ey! Was? Okay. Hier war ich auch schon mal, genau. Pferdman. Ich glaube, mehr als 5 Lebenspunkte kann ich nicht bekommen. Nee, hier war Spinnweg. Nee, auf keinen Fall. Alles lieber, nur keine Spinnen. Warum? Ach, die Bienen, scheiße. Magst du keine Spinnen? Hä? Geil. Nee, ich bin nicht so der Spinnenfreund. Die kleinen Teglas. Ja, nimm mich bloß auf. Hallo Gorilla. Ja, ich hab einen Affen getötet, du Soma ist jetzt stolz auf mich. Hurra. Die Welt verbessert. Zumindest ein kleines Stück. Du bist bestimmt einer der Menschen, die gerne im Zoo gehen würde und Affen mit Scheiße bewerfen. Lol. Nö, warum sollte ich das wollen? Weil der Wulle es gesagt hat. Naja, damit die Affen mal das bekommen, was sie eigentlich in deinen Augen sind. Scheiße. Du meinst also, ich bin gerne in der Nähe von diesen Viechern? Nein! Du musst doch nicht in der Nähe sein, du kannst ja auch mit, weiß ich nicht, einem Katapult. Du meinst, ich würde mich gerne auf das Niveau von diesen Viechern begeben? Ja. Nein! Scheiße. Als ob Affen den ganzen Tag lang mit Scheiße herumwerfen. Tja. Wusstest du das nicht? Ach du Kacke! Ja, du lachst, das ist aber die Wahrheit. Ich dachte, die lausen sich nur den ganzen Tag und fressen Früchte und dergleichen. Affen werfen mit Scheiße. Frag mal Chuchu. Der macht da auch mit. Ist dir gar nicht, dass der gern Scheiße durch die Gegend wirft? Lass mich raten, du bringst mich wieder zurück, nicht wahr? Ich will nicht zu einem Duckburger verarbeitet werden. Wow! Indiana Jones! Der Wulle Jingle. Ey. Ich habe nur einmal einen Indiana Jones Film gesehen. Das war, glaube ich, Kristallschädel. Oh nein, man nennt das Bist du ein schönerster mehr gesehen als ich von Indiana Jones? Na, wenigstens hier. Was? Kann da nicht rauf? Kackgespenst. Überhaupt keine Sprite Limitations oder so. Nee. Indiana Jones. Ja. Ich hab kein Geld, Scheißdreck. Ich komm da nicht hoch. Doch. Ach so. Dann gibt's einen Trick. Trick 17, sozusagen. Ja, so. Wenn dir Trick 17 übrigens nicht gefällt, kannst du auch Trick 18 nutzen.
Jo. So, jetzt kann ich da weitergehen. Das war alles. Oh. Ja, dafür ist es da. Damit du da hochkommst. Wow, ich habe mich schon gewundert, warum da die Decke so seltsam ist. Oh ne, bestimmt Bosszwang. Ich habe keine Lebenskraft. Eine Aztekenstatue. Easy. Einer der leichtesten Boss im ganzen Level. Und oder Maya Spiel. Oder Inka oder was nicht alles noch gibt. Achso, der ist Unverwundbarkeit. Unverwundbar gewesen. Ja, wenn die blinken, sind sie unverwundbar. Egal. Hätte man jetzt nach einer Stunde Spielen schon mal irgendwie herausfinden können. Die Aufnahme geht erst 6 Minuten, von wegen eine Stunde. Aha. Wie witzig du doch bist. Ah. Ich krieg mich vor Lachen kaum noch ein. Nein, ich will nicht zahlen. Los, der Wolf muss es endlich schaffen. So mag ich auch dann nicht. Glaubt an die Kraft des Fette. Wie wir alle. Ein bisschen so. Oh. Ja, ist klar. Jetzt einfach so. Ja, easy. Sag doch, der Boss ist easy. Es fehlt nur mehr der Mond. Das sind die Maya schon geschafft, oder was? Ja. Gerade eben. Das war der Amazonas. Nee. Ja, aber davor. Davor war das Himalaya. Oh, das hab ich dann irgendwie verpeilt. Hallo. Hier läuft die beste Musik im Spiel. Oh, ist schon nice. Liebsten würde ich gar nichts. Ey, liebsten würde ich gar nichts mehr reden, sondern einfach nur Musik lauschen. Die von Super Mario Land 2 oder was? Nein. Warum? Achso, ich dachte, du magst die von Super Mario Land 2 so sehr. Ja. Die von Super Mario alle gehört. Land, die von Super Mario Land 1 mag ich so sehr. Hallo, komm her. Hat man alle gehört, Super Mario Land. Ich hab noch die genauen Wortlaut von Wolf im Kopf. Super Mario Land 2, boah, Alter, die Musik war das Beste im Spiel. Ja. Hast du auch gehört, ne? Ja. Der Wolf weiß nicht, was er sagt. Jetzt komm her. Danke. Dum. Dum. Hedy, mit deiner Dark Souls-Sucht macht mir langsam Sorgen. Nein. Ich muss auf den Zug. Der Schmerz muss einfach immer sein. Du könntest, glaube ich, mal wirklich so eine Art Entzug brauchen. Bitte.
sind wieder da. Bin Nein. dafür, dass du die nächsten 10 Tage nur noch Light Souls spielst. Wen? Ne, Light Souls. Light Souls. Jetzt reicht's. Der hat war nicht, schlecht. Hat nicht so viele Kalorien wie Dark Souls. Das hat er jetzt nicht gesagt. Natürlich ist es auch 20 mal einfacher als Dark Souls. Die Light Edition. Dark Souls für Anfänger. Ich hab Final hier auch wieder einen Death Counter macht. Macht er das bei dir immer? Nein, immer nicht, aber bei Super Mario Land 2 wollte er es, bei Banjo Kazooie Grandis Revenge hat er es gemacht. Ja, wird Wolf endlich den Käse ergattern? Alles Käse. Schauen wir mal. Wolf muss ja jetzt auch mal klotzen hier. Nicht immer nur Fett der machen. Hidden Treasure. Was hast du das gerade gesagt? Hidden Treasure. Da. Ah. Alter, du hast ernsthaft Heiden gesagt. Der Heidewitzka hier, der Treasure. Das heißt. Der heidnische Schatz. Hidden Treasure. Ja, und Hidden heißt so viel wie. Ja, versteckt. Richtig. Warum habe ich jetzt Heiden gesagt? Kann mir das ja mal erklären? Oh Mann, das wollte ich dich fragen. Mein Brain sitzt aus. Heidentrescher, yeah. Wie komme ich auf den Schwachsinn? Ein Wolf. Das ist ein heidnischer Schatz. Ja, eben. Der Schatz glaubt nicht an irgendwelche Götter. Das ist noch der gute Schatz. Was bist hier am Knarzen? Toll, Gizmodak, da hast du echt viel Arbeit gemacht. Ey. Ja. Er kann echt viel, er kann. Und er hat sich eine neue Rüstung zugelegt. Was? Brad. Ich war auf dem drauf. Also bitte. Ja, aber ohne Stock. Ach, der Wolf, ey, der macht mich fett, der ärgert mich. So, mal sehen, ob jetzt fett mit Käse. Ja, genau. Warum schadet die mir, wenn ich drauf springe? Tut sie dir nicht. Hä? Du musst sie nur richtig treffen und darf in dem Moment halt nicht ihren dummen Sprung machen. Ja. Außerdem darfst du sie nicht treffen, wenn sie halt gerade blinkt. Logisch, ne? Oh, Wolf. Wieder hier. Das ist logisch. Arnold Schwarzenegger Duck. Ich hoffe, die Wand ist schon weggeblasen. Der Wolf macht mich fertig. Fertig. Wow, das war knapp. Ja, die waren schon weg. Perfekt. Interessanter Glitch.
Überhaupt kein Grafikfehler. Der Wolf kriegt doch immer alles kaputt, ganz ehrlich. Das stimmt wirklich. Irgendwie schon. Ich glaube manchmal, dass das der Wolf mit Absicht macht. Wie soll ich das jetzt bitte mit Absicht gemacht haben? Kannst du mir das erklären? Ey. Wer weiß gedacht, wir hatten noch keinen Glitch im Spiel. Los, komm. Jetzt geht's los. Das schaffst du aber immer nur du. Das Zeug ist nicht mehr da. Schade. Das Zeug ist alles fette. Jo. Muss sie jetzt mal ein bisschen Skill beweisen, um zur Ratte zu kommen. Um zur Ratte zu kommen, nicht um die Ratte zu besiegen? Nur um dahin zu kommen. Nee, wenn sie die Haare aufstellt, kann ich sie nicht treffen. Nein, du kannst sie auch treffen, wenn sie die Haare aufstellt. Joge! Versteht diese Ratte irgendwie nicht. Auf einmal ist sie angenehm. Den schimmligen Gauler. Oh, jetzt hast du den Stück Mondkäse. Oh. Mondkäse. Mommy. Mit Mommy-Sack. All land clear. Ja, danke. Schmeiß ja. Den ganzen Scheiß weg, den brauchst du nicht mehr. If you want to get back the treasure can... nee, oder? Was hast du denn? So dein Lieblingsgebiet. Das. Nee, eigentlich hat. Ich weiß nicht, hat der Mond die beste Musik oder das hier? Die Musik hier ist auch nicht schlecht. Oh, scheißegal, was besser ist. Der Mond ist die beliebteste Musik. Was, laut Ansagen von was weiß ich wie vielen Leuten oder? Mega Man war es, glaube ich, Mega Man 2, Wily Stage 1. Was ich irgendwie nicht verstehe. Weil es gibt noch, was weiß ich, wie viele andere Mega Man Lieder, die alle besser sind. Zum Beispiel. Nein. Das ist der volle Sound. Aber allein schon die. Wily Stage Musik von Mega Man 4 ist besser. Ich finde die Darkman Castle Stage am besten. Junge, mach hin da! Ehre und so. Moment, ihr wartet schon mal. Was du nicht sagst. Stimmt, hier musste ich lang, da war ja was. Oh, mir ist der linke Fuß angeschlafen, das ist. Voll behämmert. Zu Kopf eingeschlagen. Dann weck ihn auf. Hab ich gerade. Du hast doch gerade echt. Du hast doch gesagt, du hast den Wecker gestellt. Oh. Und tust ihn dann nicht nutzen. Was zum. Du bist hässlich wie die Nacht. Junge. Dracula Duck? Graf Dracula. Was? Warum kann ich auf die Fledermäuse nicht rauf? Kannst du. Du hast bloß nicht richtig getroffen. Wie ein Wolf halt. Fick dich doch. Tja, dann musst du ein bisschen schneller sein. Ja, die Fledermaus fliegt gerade nicht so, wie ich es will. Spring doch! Ja, toll. Siehst du, bist du schon wieder ewig lahm gewesen. Das ist ja wohl für mal alles. Du musst den Sprung schon vorher machen, bevor die Fledermaus auf der richtigen Höhe ist, sonst klappt das nicht. Ich bin eh tot. Oha.
Wenn du dann siehst, okay, die Fledermaus ist an der falschen Stelle, fliegt zu hoch, dann kannst du immer noch zurückziehen. Aber wenn du erst springst, wenn die Fledermaus schon auf der Stelle ist, bis du auf die drauf gekommen bist, ist die schon durch den halben Raum. Schlimm ist, wenn ich jetzt noch zweimal drauf gehe, gibt es eine ganze Spaß ja. Von vorn. Dann streng dich mal ein bisschen an, so schwer ist der Kampf nicht. Oh. Ja, ich spare. Nee, ich lass mich die auf dem Geist ficken. Wer drauf steht? Wie nennt man sowas eigentlich? Nekrophilie, oder? Geistophilie? Ja, gute Frage. Vielleicht Plasmophilie oder so. Ich weiß nicht, was Geist auf Lateinisch heißt. Und da hat er wieder so ewig gezögert. Ich will mal was anderes versuchen. Also, Gewinn? Siehst du, so geht's. Ja, das hab ich dir auch genau die ganze Zeit so gesagt, aber nein. Au! Hat ihr Zählschaden bekommen oder ich? Du. Das finde ich lustig. Und das war's wieder, du. Ja, das weiß ich. Los! Zu hoch, scheiße. Der Wolf macht zu viel Schabernack. Schon wieder zu hoch. Spring immer zu früh. Ja, ein kleines bisschen musst du schon noch warten, sonst geht das nicht. Nein. Ein Wolf wartet. Das war Luck. Das ist nichts. Wieder zu hoch. Ja, du springst zu früh. Nein, das war dumm. Los! Wolle! Guck mal. No, I've been beaten Dracula Duck, but not me. If you want to treasure back, you'll have to catch me. Wahrscheinlich muss ich jetzt schneller sein als der. Warum helfen Gundel und der überhaupt zusammen? Was soll das? Und ich hab gewonnen, so wie im Ending vom Opening von DuckTales. Wobei das so wie im Ende vom Ja, wo beide auf die Säule hochkraxeln, wo ganz oben eine Wunderlampe oder so steht. Der eine greift den Henkel, der andere den Schnabel. Ja, ich weiß. Yay. Ich hab Geld. Bist du der reichste Erpel? Scrooge remains the richest duck in the world. Ja, Scrooge ist immer noch der geldgeilste überhaupt. Er ist der Baboon. 8 Mille. Hooray, Uncle Scrooge. We're glad you found the... Ja, Geldgier. Das ist das beste Motiv, wie man ein Spiel spielen kann. Einfach aus Geldgier. Ja, sie haben geholfen, ich weiß. Die kriegen auch nichts ab. Vielleicht 1,50. Nee, 3,50 Euro. 3,50 Euro. 3,50 Euro, Joe Entertainment. Nee, 3,90. Genau. 3,90 Euro. Ja. Er gibt jetzt einen von den drei Leuten da 3,90 Euro und der macht dann später den Kanal Shovo auf. Ja. Oder er gibt jeden 1,30, dann tun sie sich zusammen. Ja, so viel zu DuckTales. Kurzes, nettes Spiel. Ich glaube, das ist jetzt der vierte Part. Eines meiner kürzesten Projekte. War ganz lustig. War auch nicht so schwer. Außer, dass ich mich ein paar Mal echt blöd angestellt habe, aber war trotzdem nicht so schwer. Ja, das ist ja schon... Hab ich doch gesagt, das Spiel einfach ist. Ich hab gehört, dass davon eine Remastered-Version gibt. Ist das jetzt von dem hier oder vom zweiten Teil? Von dem. Ich finde die Remastered-Version ist ganz okay, aber weiß nicht.
Ich mag DuckTales 2 trotzdem noch mehr. Und ich mag Musik, diese Musik hier, die aus Transylvanien und die vom Mond. Ja, nettes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen. Das Projekt. Ah! Ja. Ich hab nicht mit euch geredet, ich habe mit den Zuschauern gesprochen. Ja, das war DuckTales. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim neuen Projekt. Fette! Mhm, sehr gut. Ciao.